Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Direkt nach dem Augenarzt nach Mülheim gefahren. Mit Bus und Bahn, ach immer wieder schön. Ja, ich habe mir eine Mini-Tour rausgesucht und zwar Kloster Sahn ist der Startpunkt. Ich traue mich schon so schnell wieder raus. Leute, ich hatte am Montag die zweite Augen-OP und heute ist Freitag. Und die OP war so on point anscheinend. Das Auge war auch leichter, okay, nicht leichter, wer soll ich das? Egal. Auf jeden Fall habe ich nicht das Gefühl, dass das Auge operiert wurde. Wo ich noch Probleme habe, ist mein linkes Auge. Aber da habe ich auch die Hornhautverkrümmung, das war das schlechtere Auge. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass das Auge wieder schlechter wird, dass ich wieder ein bisschen verschwommener sehe. Aber wo das aufgedeckt wurde, hatte ich denselben Effekt wie damals vor 3 Wochen bei dem Auge. Glasklar, richtig hell, ich sehe Linien, ich sehe Farben, ich war wieder der glücklichste Mensch auf Erden. Ja, und jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, links wird verschwommener. Kann aber leider sein, weil diese Hornhautverkrümmung halt da ist. Und okay, muss ich dann akzeptieren. Der Augenarzt ist aber happy, es verheult alles gut, es verläuft alles nach Plan, also bin ich auch glücklich. Meine Angst war, dass sich da irgendwie so ein Nachstar gebildet hat oder dass ich ja, irgendwelche Restkörperchen habe, die nochmal operiert werden müssen. Da habe ich nur gebetet, bitte nicht. Weil die zweite OP, die war noch schneller wie die erste, dafür aber unangenehmer. Also ich habe diesmal ein bisschen mehr gemerkt, weil die Betäubung sich wohl nicht so in den Augenwinkeln verteilt hat. Also versteht es nicht falsch, die OP war schmerzlos, es tat nichts weh. Aber ich habe gemerkt, was gemacht wurde und das macht der Kopf dann wieder nicht mit. Ne? Naja, aber auch der Arzt, der war spitze, super schnell. Ergebnis 1A. Ich bin happy und wie ihr seht, ich traue mich schon in der ersten Woche raus mit Bus und Bahn. Das habe ich nach der ersten OP nicht gemacht. Da habe ich wirklich eine Woche lang nur auf Couch gelegen und meine kleine Heimrunde gemacht. Das war's. Ich bin happy. Worüber ich nicht so happy bin, eine Information, was ich aber schon, womit ich gerechnet habe, sagen wir es mal so. Der Mammutmarsch. Mache ich nicht mit. Ich werde gucken, dass ich dafür wieder... Das heißt wieder, dass ich dafür eine Gutschrift kriege. Mal schauen, ob das klappt, dass ich dann ja, an irgendeinem der nächsten Märsche teilnehmen kann, weil ich merke jetzt, das Auge ist jetzt 4 Wochen her. Ich merke es noch, es pulsiert noch, es brennt, es zwickt, es ist noch so ein bisschen, ja, es ist noch nicht mein Auge, so quasi. Und da dieses Auge dann in 2 Wochen, wenn der Mammutmarsch ist, auch noch nicht so weit ist, riskiere ich da nichts. Der Arzt sagte zwar, man kann es versuchen, da habe ich gesagt, aber geil wird es nicht. Ne? Er sagte, kann alles, muss nichts heißen. Da habe ich schon gedacht, na, bei der Aussage, komm, wir riskieren da nichts, wie schon mal angekündigt. Ne? Mein Plan ist aber, ich werde die Woche auch wieder arbeiten müssen. Es kommt noch dazu, ich werde den Samstag nicht frei bekommen dann, als Belohnung für den Krankenschein. Dass ich dann Samstag arbeiten muss. Ich werde aber nachts, sofern Alex und Heidi und Co. noch auf Strecke sind, werde ich nachts zum Kemnader See fahren, zum dritten VP und Alex zumindest eine Etappe begleiten. So 20 Kilometer sind drin, ne? Die fetzen wir dann. Also Alex, du musst bis VP3 kommen und dann musst du auch bis 4 kommen. Weil ich muss mit Bus und Bahn ja auch irgendwie wieder nach Hause. Ne? So. Hinter mir ist jetzt die Kirche. Marienkirche, glaube ich. Das Kloster, da sind wir gerade durchgegangen. Ich wollte jetzt nicht so viel filmen, weil die da alle sitzen und Kaffee trinken. Ja, ich habe mir die Route ausgesucht, weil A, nicht so eine lange Anfahrt, B, Wasser, Ruhe. Hier schwimmen so Wasserotter, Wasserbiber, Wasserrau. Oh Gott, Moment, ich drehe euch mal. Du bist ja süß. Nein. Wie niedlich. Und schon ist Karim wieder glücklich. Ist der niedlich. Hallo. Euch habe ich schon mal den Arsch gestreichelt mit Alex. Wo waren wir denn da? Oberhausen, ne? Süß. Ja, Freunde, mit Lesen ist auch nichts mehr. Ich habe mir jetzt heute eine Lesebrille geholt, hat der Augenarzt mir auch empfohlen jetzt für den Übergang. Es beeinflusst auch nicht die Heilung oder ist irgendwie, dass das dann das beeinträchtigt. Ergo,
damit ich mal lesen kann. Ich sehe auf dem Handy nichts mehr. Wenn ich eine Packungsanleitung lesen will, ohne Lupe, no. Kollege, du bist so süß, bleib mal da. Ich sehe dich nicht. Oh, meine Fotos werden nicht super. Ja, jetzt kommt jetzt die Mitte. Gott. Jetzt muss ich erstmal wieder die Route hier starten bei Komoot. Ey, das ist so geil, wenn man bei bewölktem, dunklem Wetter mit Sonnenbrille unterwegs ist. Also es ist echt, es ist immer wieder ein Vergnügen. Und dann fahre ich ja auch noch so Bus und Bahn, ne? Man wird echt immer wieder nice angeguckt. Apropos Bus und Bahn. Oh, da habe ich mir selber wieder einen Witz erzählt. Da fahre ich hier mit dem Bus Richtung Kloster. Ich fahre an eine Pizzeria vorbei, ich habe noch nicht gefrühstückt und habe nur so gedacht, wow, die Pizza sieht gut aus, möchtest du jetzt irgendwie, könntest du auch frühstücken? Und dann wird die nächste Haltestelle angesagt, Tilsiter Straße, und in meinem Kopf eine Pizza mit extra Käse. Entschuldigung, ja, da geht es wieder mit mir durch, aber da musste ich mich gerade die ganze Fahrt drüber amüsieren, echt. Also, die Augen-OP ist mir wahrscheinlich auch noch mehr aufs Hirn geschlagen, ey. Tilsiter Straße. So, komm, konzentrier dich. Und hier, meine Damen und Herren, sehen Sie eine wunderschöne Wiese. Okay. Gut, ja, kann man mal mitnehmen, ne? Oh. Sanaruhrauen, ey, guck. Mülheimer Museumslandschaften, genau 11 Stationen, da habe ich auch was von gelesen. Das Problem ist halt nur, ich darf noch nicht Letzfetz machen, ne? Ich muss noch im Schongang à la Omi mit Lesebrille durch die Welt schleichen. Stille Parkanlagen, oh, das ist aber schön. Oh, das möchte ich jetzt eigentlich lieber machen, wie die Route, die ich rausgesucht habe. Ja, wir gucken mal. Bei nächster Möglichkeit geradeaus. Gut, machen wir. Hier riecht's nach Klo. Apropos, da muss ich auch mal hin. Weinwanderstopp. Durst, Hunger, Pipi, ja, alles. Geil. Naturschutzgebiet Saarmendener Ruhraue. Also, das kann man auch mal theoretisch komplett auseinandernehmen, ne? Freunde, ihr glaubt gar nicht, wie komisch das für mich immer noch ist, alles so zu sehen. Also in der Ferne und ab dem Schild habe ich eine rattenscharfe Sicht. Leute, diese ganzen Blätter und dieses ganze Grün, das erschlägt mich im Moment noch. Das ist Wahnsinn. Wunderschön. Leute, die Natur ist wunderschön. Was nicht schön ist, und da freue ich mich drauf, wenn ich irgendwann mal endlich wieder grünes Licht kriege zum Sport machen, wenigstens eine kleine Laufeinheit, ein bisschen Oma-Training im Studio. Ich habe die letzten Wochen... Folge dem Weg 120 Meter. Ja, ich habe die letzten Wochen nach der OP kaum gefressen, wirklich. Ich habe mich auf dieses Y-Food eingelassen, damit ich überhaupt irgendwie ein bisschen was reinkriege, weil ich mir ständig Sorgen gemacht hatte, Angst hatte, ne? Der Kopf halt, wie gesagt, ich habe mich mehr verrückt gemacht, wie es nötig gewesen wäre. Ja, und anstatt dann Gewicht zu verlieren vor lauter Stress, habe ich zugenommen. Leute, das geht gar nicht. 2,5 Kilo plus vom auf Couch liegen, ein bisschen spazieren. Ja, da freue ich mich, wenn ich da wieder ran darf. Ich habe eine Frühstücksbank gefunden, mein Gott. Es ist gut, dass ich nicht sehe, wie ich aussehe. Also im Spiegel kann ich noch nie gucken. Ohne Sonnenbrille ist dann auch immer noch diese gelbe Augensalbe, die ich abends
drauf machen muss. Noch überall eine Wimpernkränze, da darf ich ja auch noch nie dran, also es ist schön. Ist dann mit Sonnenbrille vielleicht doch besser. Egal, aber wir sind draußen. Verzeiht diese momentan kleinen, langweiligen Minitouren. Aber mehr ist noch nicht drin. Gut. Ich sage, ich freue mich, wenn ich einfach nur raus kann. Und was das Beste ist, ich beschränke mich ja jetzt so auf Umkreis 20 Kilometer maximal von zu Hause, was gut mit Bus und Bahn zu erreichen ist. Und wie ihr seht, man muss nicht weit fahren, um was Neues zu sehen, um Ruhe genießen zu können. Boah. Ja, es blitzt noch ein wenig. Normal, alles normal. 2,5 Kilo zugenommen, ne? So viel dazu. Oh Gott. Ja, ich verbrenne ja auch nichts beim Spazieren. Egal. Mit extra Teesitter bitte. Entschuldigung. Oh Gott, komm, ey. Haben wir schon mal den ersten Blick auf die Ruhr. Damit kratzen wir einen Teil des Fossilienwegs an. Auch so ein paar Stationen mit Infotafeln und Spielgeräten. Mache ich aber heute nicht, ne? Schade! Was haben wir hier? Wenn ich mich jetzt hier auf Fresse lege, also das gehen wir jetzt mal nicht, ne? Das hier? Oh ja. Oh ja. Mal schön Squats drauf machen. Squats, meine Güte. Sprachfehler haben wir auch. Also das ist so ein Pfad, der Fossilienweg, finde ich super zum Trainieren. Immer von Bank zu Bank oder von Station zu Station laufen und irgendwelche Spielchen machen. An sowas habe ich ja immer Spaß. Und Leute, dafür muss man kein Läufer sein. Das ist einfach mal Motivation, so ein bisschen Outdoor-Training zu rocken. Wasserspeicher. Mal wieder was zum Gucken. Ups. Oh, ich vermisse so meinen Sport. Ohne Mist. Ich habe richtig fette Hummeln im Arsch. Die wollen raus. Das ist ja geil. Also Schloss Broich ist dann auch noch mit auf der Route. Erinnert mich immer an meine alten Mittelaltermarkt- und Konzertzeiten. Das war mal ganz exzessiv. Ist hier wieder irgendwas Spezielles oder steht da immer so ein Safety-Man, Security-Man vorm Eingang? Da habe ich mal wieder so Lust drauf, auf den Mittelaltermarkt, auf so ein Konzert. Aufs WGT in Leipzig, aber ich kriege ja keinen Pfingsten frei. Das war auch mal das Highlight im Jahr. Thank you.
so einem kleinen Mini-Wasserfall. Hübsch. Seht ihr das weiße, dezente Häuschen da im Hintergrund? Ich würde es auch Villa nennen. Boah. Ja. Die oberste Etage mit dem Balkon würde mir gut stehen. Obwohl, ja, das rechts daneben, das müsste ich ausblenden. Nee. Nee, das is it nicht. Nee, ich nehm's zurück. Ja, alles zu dicht. Ja, träum weiter. Witzig, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also damit habe ich jetzt mal null gerechnet. Süß, ne? Das ist schön. Boah, wir haben gerade mal 5 Kilometer. Also ich habe mir die Strecke auch gar nicht groß vorher angeguckt, nur gesehen Wasser. Schloss Broich kratzt man so halb an. Hat mir schon gereicht. Und eine halbe Stunde Fahrt von meinem Augenarzt aus. Also war das in Ordnung, ne? Aber es hat sich ja schon wieder richtig gelohnt. Jetzt hinter uns die Mülheimer Schleuse, sieht niedlich aus, ne? So klein, aber jetzt guck mal, auf wie viel das hier abgesenkt wird. Wahnsinn, ne? Hammer. Gefällt mir. Das ist dann das Gute, dass es heute nicht ganz so heiß und sonnig ist. Dann ist es hier dementsprechend leerer. Irgendwie bin ich jetzt schon traurig, dass das 9-Euro-Ticket in ein paar Tagen Geschichte ist. Ernsthaft. Also es ist zwar wirklich ja, grenzwertig anstrengend, manchmal in diese vollen Züge einzusteigen und oh, guck mal. Wo fühle ich hin? Habt ihr jetzt nicht gesehen. Gut. Ja, dieses mit den Verspätungen, den Anschluss nicht finden, doppelt so lange fast wie mit Auto unterwegs zu sein, aber es ist irgendwie dann doch so verantwortungsfrei, ne? Man steigt ein, guckt, wo man rauskommt, wenn nicht, guckt man in der App, wann der nächste Zug fährt, also das werde ich irgendwie schon vermissen. Und da ich jetzt ja wieder 3 Wochen Minimum kein Auto fahren darf, muss ich auch für September zusehen, dass ich irgendwie zur Arbeit komme. Ja, Monatsticket ist dann schweineteuer, ne? Also, ja, schade. Weiß ja nicht, hat von euch auch jemand das 9-Euro-Ticket so richtig schön ausgenutzt? Also ich muss sagen, meine 3 Monate waren voll mit schönen Touren. Schade, ich habe noch gehofft, dass sie das 1 Monat verlängern, aber nee. Nee, gut. Okay. Klo
Kloster Sahn ist dann schon wieder in 1,3 Kilometern. Das Dorf gucke ich mir auch noch an. Das sah schon von außen so niedlich aus, so richtig Fachwerkhäuschen-Look. Damit verlassen wir die Ruhr. Vorbei mit Chili Vanilli. Obwohl, ich trampe echt wie so eine Oma hier durch die Gegend. Ich bin seit 2 Stunden unterwegs für 6,8 Kilometer. Ja, ich soll ja ruhig gehen lassen. Bitte. Ich halte mich nur an die ärztlichen Anweisungen. Gehört dann wohl schon zu dem Dorf Sahn. Niedlich, ne? Bei manchen Häusern ist echt die Zeit stehen geblieben, aber der Rest ist alles noch zu wuselig, ne? Hallo? Spielt keiner mit dir? Mensch, ich darf noch nicht, es tut mir leid. Hey, oh. Bin jetzt einmal durchgelaufen. Ja, ist eine normale kleine Einkaufsstraße, ne? Jetzt nicht irgendwie Special, Besonderes, wo ich gedacht habe, vielleicht kommt da noch mal so ein Highlight. Nein, ist ganz niedlich, ja. Aber mir reicht's auch für heute. Mein Bus wartet auf mich, hoffentlich. Hab gar nicht geguckt, wann, wie, wo, was fährt. Aber gut, egal. Wir waren draußen. Bewegt euch, ihr Lieben. Geht raus. Und ich sage, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Und dann vielleicht mal endlich ohne Sonnenbrille. Ich gewöhne mich dran.